Wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Tja, so schnell geht's. Man sieht sich wieder. Erst eigentlich heute Morgen und ja, da bin ich wieder. Ich hatte ja gesagt, dass ich vielleicht heute Abend streamen werde und es hat alles geklappt. Ich freue mich. Es wird interessant, denn ja, es wird Horror werden. Es wird Horror werden. Okay, ja. Ich freue mich. Ich habe schon ein bisschen Schiss, aber hey, Mensch, das kennt man ja von mir nicht anders. Ich bin nicht alleine. Die liebe Jaskfael spielt mit, alias Sarina. Und die streamt auch. Und die wird uns tatkräftig unterstützen, das weiß ich jetzt schon. Wir spielen Sign of Silence. Hallo ihr beiden, ja, hi Pretty Woman, na? Ich guck mal, ob sie schon fertig ist. Nein, das ist sie noch nicht, aber das macht nichts, dann warten wir halt kurz nochmal. Ja, wie gesagt, wir spielen Sign of Silence. Ich bin gespannt, wie das wird. Also es hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Dead by Daylight und Freitag der 13. und Monstrum. Also, wir haben uns beide nicht groß gespoilert. Also, wir wissen nicht, was jetzt uns gleich erwarten wird. Aber wir haben, was wir wissen, wir haben vier Möglichkeiten zu fliehen. Vor was wir fliehen sollen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber wir ziehen jetzt mal die liebe Sarina zu uns. Verwenden Sie die Echolokalisierung zu. Hi, ein wunderschön. Ich krieg das wieder nicht, wenn ich gemoved werde. Wieso sind denn meine Sounds in Discord heute aus? Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Aber na gut. Ich wechsle mal. Ach nee, ich wollte sagen, ich wechsle mal zum Spiel. Warte. Ja, bist du nicht im Spiel? Ja, ich schon, aber ich gehe noch mal in Talk-Bildschirm. Aha. Weil, warte, mit Freunden spielen. Ich guck gerade mal. Ich guck nur einmal ganz kurz, wie das hier ist mit den Einladen. Ja, da steht Einladungen leer. Wow. Einladen. Ah, mit den Freunden. Oh. Alles klar. So, ein voll verpixeltes Bild. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. ja, ich weiß nicht, möchtest du hosten? Soll ich? Du bist schon drin. Perfekt, wunderbar. Ich bin drin. Kann ich meinen Charakter auswählen? Das, Spielfigur. Spielfigur vermutlich, ne? Aber ich wechsle jetzt hier mal. Also, ich glaube, ich bin Jessica. Das finde ich gut. Das wollte ich nämlich als erstes sagen, dass ich Jessica nicht bin. Was? Jess aus Until Dawn. Nein. Nee. Also, ja, weiß ich nicht. Also, grundsätzlich sagt man ja, die Farbigen sterben immer zuerst. Ja, das ist ein Fakt. Ja. Das sagt man nicht. Das ist ja belegt. Ja, genau. Durch viele Horrorfilme belegt. Also, ja, ich glaube, es wird dann Lee werden. Bin ich aus dem Spiel gerade rausgeflogen? Das weiß ich nicht, Sarina. Ja, du bist nicht mehr drin. Sorry, ich habe an links rumgeklickt. Ja, bitte. Das ist ja jetzt nicht schlimm. Also, ich wollte ja nur gucken. So, Spielfigur, Lee, hallo. Wählen. So. Die sieht zwar ein bisschen aus, als hätte sie eine Operation hinter sich, aber hey, naja, egal. Also was bei mir mit den Strähnchen schiefgelaufen ist, dass ich oben ein bisschen braun bin, weiß ich zwar auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Sind das Strähnchen? Das sieht eigentlich so aus, als wäre es irgendwie, keine Ahnung, ein Turban oder so. Ich trage doch kein Turban, ey. Ja, weiß ich nicht. Dann könnte ich auch eine Augenklappe tragen. Okay, ja, dann würde ich sagen, starten wir mal das Vergnügen. Ja. Hallo Chat, hallo. Der Silvio ist auch am Start und ich wette, die Larissa bestimmt auch. Vielleicht auch der Felix, ich weiß es nicht. Jetzt zeige ich euch die Action, genau. Ich hoffe, man kann alles gut hören. Ich habe den Sound nicht umgestellt. Um die Brücke zu besteigen, von der sie gefallen sind, müssen sie den Aufzug benutzen und neue Sicherungen einbauen.
Welche Brücke? Wir sind von der Brücke gefallen? Ist das der Unfall, den wir hatten? Wir sind von der Brücke gefallen. Ich habe gedacht, wir wären irgendwo liegen geblieben oder so. Nee, wir haben einen Autounfall. Das weiß ich vom Trailer. Ja, genau, Autounfall. Ich habe gedacht, ach so, du hast den Trailer gehört. Ich habe gelesen. Ich bin auch da, das ist gut. Okay, wer möchte? Mir ist es egal. Soll ich anfangen? 1. Oktober 2020. Wow, ja. Hast du es noch nicht? Oder wie? Doch, okay. Doch, jetzt schon. 1. Oktober 2020, morgen. Die Eltern mehrerer Schüler kontaktieren die Polizei. Die Jugendlichen waren mit dem Auto unterwegs und verschwanden. Vermutlich fuhren sie auf der alten Autobahn in der Nähe der Stadt Danville. Nach Angaben der staatlichen Behörden befindet sich die Autobahn derzeit im Wiederaufbau. Das Auto mit den Schülern hätte von der Straße in den Wald fallen können. Die Polizei schickte einen Suchtrupp. Ah, 1. Oktober 2020, tagsüber. Ein Berater des FBI sagte, dass in diesem Bereich des Waldes in den letzten 25 Jahren viele Fälle von Vermissten registriert wurden. Keine der vermissten Personen wurde gefunden. Die Stadt Danville gilt derzeit ebenfalls als verlassen. 1. Oktober 2020, Abend. Die Analyse des Staatsarchivs wird durchgeführt. Demnach ging Detective Howard Blake 2014 in die Gegend. Ja, ich musste gerade überlegen, ob jetzt 2014 oder... aber okay. In die Gegend, um den Grund für das häufige Verschwinden von Menschen herauszufinden. Blake wird derzeit ebenfalls vermisst. Weder der Detective noch sein Körper wurden bisher gefunden. Warte mal, weder der Detektiv noch sein Körper? Also wenn man den Detektiv findet, findet man nicht automatisch seinen Körper? Was? Ja, das ist gerade ein bisschen komisch. Oder Blake wird vermisst? Also Blake ist ja der Detective. Und der... Wahrscheinlich meinen, die haben die Body mit... Keine Ahnung. Ja, okay. Weder der Detektiv noch seine Leiche wollten die bestimmt schreiben. Die haben Body bestimmt mit Körper übersetzt und nicht mit Leiche. Richtig. Okay, letztes Spielen. Drücken Sie, kurven sich. Wow, das ist ja mal ein Riesen. Wow. Wow. Was denn jetzt schon? Gleich am Anfang, leg mich am Arsch. Wer ist das? Der hat ein Geweih. Spielanleitung. Ja. Ja, das hatten wir vorhin. Verwenden Sie die Echolokalisierung Q, um die Objekte zu erkennen und zu sehen, wo sich Ihre Freunde befinden. Um die Brücke zu bezeigen, von der Sie bis in den Aufzug benutzen. Neue Sicherungen. Ja. Fehlsicherung. Den Generator auftanken. Sicherung am Funkturm installieren. SOS-Signal. Okay. Okay, da kommen wir später bestimmt noch drauf zurück. Wo hast du die Taschenlampe her? Aus dem Kofferraum. Drücken Sie Tab, um das Inventar zu öffnen. Geh doch hier nicht um. Laterne. Achso, Laterne. Sonne, Mond und Sterne. Manchmal bleibt es hängen, aber im Prinzip Gott sei erfüllt sie ihre Funktion richtig. Ja, wie mache ich denn die an? Oder die Maustaste, die rechte. Ah ja, das klappt auch. So, und jetzt drücke ich die linke, sorry. Gott. Aha. So, ich drücke Q. Um das Totem für zusätzlichen Schutz anzuzünden. Okay. Zusätzlicher Schutz klingt wofür gut, finde ich. Ja, aber wovor? Ja, das läuft so ein Viech rum, glaube ich. Gehen wir hier erstmal hoch zur Brücke. Ja, machen wir. Das Spiel kann uns nicht hören, oder? Nein, ich glaube nicht, dass das... Nein. Also wüsste ich nicht. Es ist doch hier aber eigentlich ein Multiplayer, dachte ich. Also. Was? Da war was. Hast du es gehört? Hast du es gehört? Oh Gott. Nee, habe ich nicht gehört. Ich habe nichts gehört. Da war so ein Grunzen. Und was ist? Wir laufen zum Grunzen, ey. War ich. Okay, wir können noch rennen. Ja. Oh, die Batterie ist ja leer. Nein. Mach doch die Taschenlampe aus. Was? Warum? Ich kann die Taschenlampe nicht ausmachen, weil jetzt ist die Batterie leer. Wo bist du denn? Ah, die füllt sich auf. Ich bin zurück zum Auto gegangen. Bist du verrückt? Ich bin hier alleine. Und das Grunzen hat sich wiederholt. Ich bin vom Grunzen weggegangen. Ich dachte, wir gehen jetzt hier mal runter. Na gut, dann gehen wir hier runter. Das lernt man doch in jedem Horrorfilm. Sich nicht trennen. Boah, das sind Riesenpilze. Oh mein Gott. Ich glaube, die Pilze sind mir gerade vollkommen egal, aber hey. Ah! Oh Gott!
What the fuck? Zu laut? Wieso zu laut? Ich hab mich das gerade aber erschreckt. Ich hab die Errungenschaft zu laut gehabt. Oh, hören die doch unser Mikro? Was, guck mal, was die Errungenschaft sagt. Können wir zu dem Totem, was Schutz bietet? Währenddessen ich die Errungenschaft... Okay, ja, komm, wir gehen. Das wäre vielleicht... Was? Wow, Mann! Listen, ja. Wer ist das denn? Das ist der Erzähler. Was weiß ich, wer das ist? Ich kenne den nicht. Das ist der Howard Blake. Der... Blake Howard. Ich weiß nicht. Oh Gott. Ja, gefällt mir. Das wusste ich, dass dir das gefällt. Wow, ich habe was gefunden. Wir haben eine Spritze. Warte. Im Auto. Ich bin nicht weggegangen. Ich bin im Auto. Ja, aber meine Laterne. Jetzt sage ich auch schon Laterne. Laterne. Meine Laterne hat geflackert, wollte ich gerade sagen. So, Medikamente. Ehrlich gesagt, weiß ich immer nie, wo. Ah, damit kann hier. Ich mich wiederbeleben. Okay, zu laut. Treffen Sie die Hexe zum ersten Mal. Okay, das habe ich nicht bekommen, die Errungenschaft, oder? Nein, habe ich nicht bekommen. Naja, ich war ja auch diejenige, die angegriffen wurde. Hast du sie denn gesehen? Ja, die ist vor mir rausgerannt. Ach so, na dann. Das ist so ein Spinnenvieh-artiges Ding. Ja, genau. Habe ich denn auch irgendwie? Kann ich noch was hier aufheben? Nee. Ich verstehe das mit Q nicht so ganz. Ich sehe ja gar nichts, wenn ich Q drücke. Jetzt wissen wir halt trotzdem noch nicht, oh, ich drücke immer Tab statt Q, ob uns das Vieh hören kann, ne? Das weiß ich auch nicht. Ich höre es aber schon wieder. Ist das ein anderer Spieler oder ist das ein... Ich weiß es nicht. Nein, wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass es ein anderer Spieler ist. Ich habe es auch grunzen gehört. Gut, alles klar. Gehen wir hier runter? Ja, wir gehen jetzt hier runter. Okay, schnell. Je schneller wir rennen, desto schneller sind wir auch wieder am Ziel. Ja, aber so schneller sind wir auch außer Puste und so schnell... Guck, das ist schon wieder... Es flackert und flackert und... Jetzt ist aus. Na, herzlichen Glückwunsch. Wir haben zum Glück noch Kuh. Ja, Kuh am Arsch, Kuh. Aber die Lampe ist wieder vollgeladen. Das geht relativ schnell, glaube ich. Okay. Okay, wo gehen wir jetzt lang? Ach, guck mal, hier ist ja ein Tümpel mit ganz vielen... Mücken, geil! Hallo! Und du gehst da rein! Ja, natürlich! Oh, you can eat Buffet und so. Bin ich doch so oder so. Ganz ehrlich. Aber wie kann ich mich gegen diese... Wie können wir uns denn gegen dieses Vieh wehren? Ich glaube, gar nicht. Gar nicht? Da stand nichts in der Anleitung. Gar nicht, finde ich aber gar nicht gut. Was ist denn das? Ist das wieder sowas für Schutz? Nee, kann Blair ich nicht Witch. Anzünden. Das ist hier Das ist Blair Witch. Stimmt. Ich habe ja letztens auch... Warum werde ich immer angegriffen? Leck mich doch am Arsch! Oh Gott, kann die mal aufhören, aus der Erde zu kommen? Ich bin fast dead, ey. Meine Fresse. Oh, sag mal, Herz. Du warst doch hinter mir. Was denn? Ah, Gott, lass mich in Ruhe. Oh Gott, ey, ich kack mich hier ein, ey, Mann. Das ist schlimmer als Phasmophobia. Was mache ich hier? Ey, hier ist eine Falle. Halten Sie E gedrückt, um die Falle zu entschärfen. Wow, Kümmel, und du latschst rein. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab gedacht, du hast dich schon aufgehoben. Oh, hier ist ein Zettel, ein E-Tagebuch. Ja, dann... Dan Will History, 1 von 13, H. Blake, 6. Oh, das ist Englisch. Ja, dann... These lines... Ich will nicht mehr! Der tötet mich. Ja, Sarina, bitte da stehen bleiben! Ich dachte, der tötet gerade dich. Nein! Oh Gott! Okay. Wo ist die? Halt dein Maul! Hässliche! Ich kann nicht mehr rennen, ich hab keine Ausdauer mehr. La 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 la. Du siehst mich nicht. Wo ist das blöde Auto? Oh Gott, da steht er jetzt. Toll. Kann ich dich wiederbeleben? Ich lebe. Oh Gott, da hier hinten. Hier bin ich. Ah, da. Okay. Aber da steht er. Ja, ich sehe, dass er da steht. Komm her. Oh. Gott. Aber da müssen wir lang. Geh weg.
Warte mal, kann ich die Falle aktivieren? Ich sehe die Falle nämlich hier noch. Nee, die konnte man nur entschärfen. Die sind, glaube ich, von dem... Oh Gott, ich muss weiter nehmen. Scheiße. Ja, aber wenn wir jetzt rückwärts gehen, kommt die Hexe. Wie viele Schocker hatte ich jetzt hier schon? Hallo, Tippi. Gott. Ich weiß es nicht, aber... Auf jeden Fall nicht lang genug, als dass ich wüsste, was wir hier machen. Warte mal. Was macht das denn? Warte, oh mein Gott. Warte mal. Mach mal deine Taschenlampe aus. Können wir irgendwie schleichen? Ja, wir können kriechen auf Steuerung. Wie kriechen auf Steuerung? Steuerung kannst du kriechen. Wie? Geht bei mir nicht. Oh, bei mir schon. Oh. Geht bei mir C? Nein. Achso, doch, Steuerung. Oh Gott, guten Morgen, Andrea. Alter Falter. Okay. Wow, chill mal. Da ist ein Baum. Ich sehe nichts. Da ist ein Haus. Ich will ins Haus rein. Ja, dann lass uns ins Haus. Das ist zu. Das ist egal. Egal. Was macht der Junge? Das weiß ich nicht. Er macht mir Angst. Okay, wir gehen. Warum kann ich das nicht öffnen? Drücke E, um zusammen zu wirken. Müssen wir vielleicht beide E drücken? Mann! Es scheint, dass es nicht geöffnet hat. Oh, wow. Jetzt reicht's aber. Schluss. Ich habe mich genug erschrocken und geschrien. Hallo. Hallo. Ich habe Angst. Gott, das kann Church, man Church, Fishing Village. Ah, das ist eine Mühle. Kann man mit der kleinen Kümmel doch nicht machen hier. Was ist denn das links unten für ein Zeichen, für ein Radar-Ding? So. Siehst du das links unten, diese Anzeige? Diese, wie Aufladung? Diese, ja, wie genau. Aufladung für auch? Was ist das? Weiß ich nicht. Wo gehen wir denn jetzt lang? Hier lang? Richtung Town, ne? Richtung Danville. Geht's hier. Okay. Wir gehen Richtung Stadt. Kennt einer von euch das Spiel und kann sagen, was man machen muss? Zufälligerweise? Hallo Waldemar, das ist ein Sign of Silence Spiel. Ein Walking Simulator mit Geschrei. Bis jetzt. Aber von mir. Und das ist eine Falle, pass auf, das ist eine Falle. Ja, ich sehe das Entschärfen. Oh oh. Oh oh, kannst du laut sagen. Wir finden bestimmt Howard. Wollen wir wetten? Meinst du seinen Körper oder den Detektiv? Weiß ich nicht. Wenn wir Glück haben, vielleicht beides. Ah, hier ist ein Baum unnatürlich abgerissen worden. Natürlich. Warte. Guck mal, da vorne ist Auf was, der linken oder? Seite muss wieder so ein Vieh sein. Weiß ich nicht. Aber wir sind hier voll wie auf dem Präsentierteller. Was ist die Brücke bestimmt, die eingestürzt ist? Moin! Na? Alles klar bei dir? Oh Gott. Nice, gleich kommt der Jumpscare. Der Jumpscare, der kommt hier die ganze Zeit, ey. Ich wollte gerade sagen, hallo? Ich schreie hier schon die ganze Zeit alles zusammen. Oh, Vollmond, Wasser, hier ist das Boot, mit dem wir dann entkommen können. In der Theorie. Ja, bei dir? Ja, im Moment geht's gerade. Ich scheiß mich gerade ein bisschen ein. Aber sonst eigentlich ganz gut, danke. Wie Gibt's war deine Woche? Eine Karte? Was, eine Karte? Ja, da oben haben wir eine Map. Aber... Ja gut, die bringt man jetzt irgendwie so gar... Müssen wir etwa dahin, wo die Symbole sind?
Dann müssen wir in die Richtung. Ja. Sollen wir das mal probieren? Ja, wir probieren das einfach mal. Okay, ab ins Wasser. Ich hasse Wasser. Wenn das gleich tief wird, dann bin ich raus. Okay, das ist nicht tief. Oh, ich hab trotzdem Gänsehaut. Ey! Okay, geht hoch. Scheiße, hier geht's doch nicht lang. Ja, einfach halt irgendwann das Ende im Gelände. So. Nee, da. Was war das? Ah, was? Was? Oh Gott, dieser Erzähler, der macht mich fertig. Der droht uns vor allen Dingen. Ich weiß nicht, ich konnte gar nicht so schnell lesen, weil ich... Der hat irgendwie gesagt, wir sind nicht die Ersten, die hier bleiben würden. Ach so. Ja, das wollen wir ja mal sehen. Das wollen wir mal sehen, wie schnell wir hier verschwunden sind. Ich bin schnell weg. Oh, man kann springen. Ja, natürlich. Ein bisschen. Dann können wir ja bestimmt da hoch. Nee, können wir nicht. Oh, wir hätten niemals über diesen Fluss gehen sollen. Ich sag's dir. Es sieht so bescheuert aus. Hast du gesehen, wie das aussieht? Spring mal. Wow. Toll, ne? Wow. Super Animation. Wir haben die Animation gemacht. Was ist das für ein Game? Das ist Sign of Silence. Ja. Ein Horrorspiel. Ja, ist so eine Mischung aus Dead by Daylight, Freitag der 13. und Monstrum. Denken wir, ja. Also das ist ein Multiplayer eigentlich. Man kann das bis zu 4 Spieler spielen. Ob das Monster jetzt von einem anderen Spieler gespielt wird. Oh, da ist was gelb geworden. Das ist eine Seite. Da hinten brennt Licht. Siehst du es? Ja, jetzt nicht mehr. Ich hab's genau gesehen. Hier ist ich hab's Seite. Auch gesehen, aber... Oh. Okay, hört sich gut an. Ja. Ist der böse? Wer? Du da, böse. Hallo? Der knurrt. Wenn die knurren, dann sind die böse. Ich habe einen Kanister gefunden. Ja. Sarina, mach mal schneller. Also ich will dich nicht stressen, aber. Ich habe eine Pistole. Zipfelmütze. Komm zu uns. Oh mein Gott, bist es du da? Wo bist du? Hier, links. Oh Gott. Ich habe eine Pistole. Cool. Leuchtpistole. Man kann damit wilde Tiere verscheuchen oder auf die Wichser schießen. Wilde Tiere? Mhm. Also ganz ehrlich. Ein Bär wäre mir jetzt vollkommen mehr egal. Items? Oh, guck mal da. Ja, am Baum. Da ne? muss noch was sein, ja. Da ist die Notiz. Da ist eine Axt. Da ist eine Axt. Ja, ich habe sie auch gerade gesehen. Aber kann man nicht irgendwie sich... Bestimmt muss man hier wieder... Der sah süß aus. Genau dein Typ, ne? Der Typ. Okay, warte. Ich hock mich mal hier so. Warum hat er euch nicht angegriffen? Oh! Was denn? Wo denn? Wer denn? Weiß nicht. War die Hexe das? Nein, das war nicht der Typ. Dann war es die Hexe, meine ich doch. Die kommt aus dem Boden geschossen, die Alte. Ey, Mann. Ich kann nicht mehr. Ich lache mich weg, ey. Ich hole mir jetzt das. Das kann man sich nicht nehmen. Wieso nicht? Ich weiß nicht. Scheiße. Kann ich mir die Axt nehmen? Nein. Sau verdreht wieder. Soll ich mal auf den schießen? So just for fun? Mal gucken, ob das geht. Willst du das verschwenden? Ich weiß ja nicht. Naja, der Zipfelmann, der ist ja jetzt nicht so schlimm. Hier leuchtet doch ab und zu mal was auf. Was ist denn das? Ja, das ist nur... Warte mal. Drücken Sie eben zusammenzuwirken. Ja, das ist nur die Truhe. Aber da oben ist doch so eine Notiz. Ja. Hier, hab dich. 3 von 13. Ah, okay. Ich hoffe, die können wir später lesen. Ja, kannst du. Die Axt? Die Tagebucheinträge kannst du nachher. Ist die Axt. Verpackt oder kann man die echt nicht der nehmen? Der kannst du wirklich nicht interagieren. Was ein Scheiß. Aber ich würde sagen, hier hat jemand ganz starke Blutung gehabt. Oh ja, oder hat Kadi gehabt. Jo. Ja. Da ist wohl jemand hingefallen, hat sich ganz doll wehgetan. Oder warst du? Mann, ey, ich krieg die Krise! Da hinten!
das nicht an! Ich bin tot! Oh, warum bist du tot? Warum bist du tot und nicht? Ich habe ihr ins Gesicht geguckt und habe mich erschreckt, weil sie so hässlich war. Nein! Ja, sie kann. Ich habe aber. Oh, ich habe keinen Kopf! Wie, du hast keinen Kopf? Die hat meinen Kopf abgemacht. Ich schwöre. Töte ich. Ich habe keinen Kopf mehr. Töte ihn jetzt bitte, ja. Oh Gott, ja, und was mache ich jetzt? Okay. Jetzt, wo wirst du gespawnt? Hier sind meine Items in der Luft. Wo ist denn hier der. Wo ist denn der Boy? Wir sollen ja nah an ihn rangehen. Oh, da ist Kümmelboy. Ich seh irgendwas. Was ist es? Das bin ich. Das ist dein Kopf? Ist das mein Kopf? Was ist das denn? Oh, du krabbelst nur noch so wie so eine Spinne rum. Das ist aber unhygienisch. Muss ich dich jetzt fressen? Weiß ich nicht. Oh. Keine Ahnung. Okay, jetzt bin ich aber auch gerade tot. Nicht die Kümmel fressen. Ja. Oh. Haben wir jetzt verloren? Ja. Da sind unsere Köpfe aufgespießt. Sie sind zugrunde gegangen. Oh mein Gott. 20 Minuten. Ja, in den 20 Minuten habe ich mich auch schon... verstanden. Okay. Ich habe Hilfe den Freunden, was? Guck mal, ich habe dir zweimal geholfen. Nicht bewegt. Ich habe mich 9 Minuten lang nicht bewegt. Okay. Ich noch eine Runde bitte. Ja, klar, auf jeden Fall. Wir haben ja jetzt erst angefangen. Guck mal, du bist 0 Kilometer, 0 Meter gegangen und ich bin dafür 1 Kilometer gegangen. Also du bist die ganze Zeit nicht gegangen. Ich bin geschlichen. Ja, also offensichtlich geschwebt. Kontakte mit Spruter. Spruter? Hat etwas Lärm gemacht? Ich check das nicht. Natürlich war ich wieder am lautesten. Ich bin ein Fluchttier. Ich muss weg. Ich muss schreien. Ich muss weg. Okay. Ja, Mensch. Okay, das ist schwerer, als ich dachte. Das ist aber gut. Ich finde das gut, dass es nicht so einfach ist, dass du nicht die 4 Möglichkeiten so zack, fertig und fertig mit dem Game.